Ein Teelichthalter aus dem Werkunterricht, Taschentuchspender der jungen Handwerker und ein ewiger Kalender aus Holz. Dazu zahlreiche Zeichnungen durch das ganze Jahr gehören zur derzeitigen Ausstellung im Amt Güstrow-Land. Schüler aus der Grundschule Lüssow präsentieren damit, was sie im Unterricht alles geschaffen haben. Die Musiklehrerin Annette Dittmeier übernahm mit einigen Schülern des Schulchores die Umrahmung der Ausstellungseröffnung. Auch die Hymne der Schule durfte nicht fehlen. Wir gehen gern zur Schule, wir lernen jeden Tag. Wir machen tolle Sachen, was jeder dann auch mag. Dass wir aus Lüssow sind, oh, das weiß ein jedes Kind. Oh, wir gehen zur Schule hier, und zwar mit dir. Eine Reise durch das Jahr, so betitelte die Schule die Schau. Vom Frühling angefangen, über den Sommer und Herbst bis hin zum Winter gehören Bilder der Kinder unterschiedlichen Alters dazu. Für Schulleiterin Roswitha Schlesiger ist es eine besondere Ausstellung. Wir haben die Auswahl der Bilder mit den Kindern versucht zusammen zu erledigen, dass sie auch gerecht entschieden haben, welches Bild hier heute her durfte. Und natürlich sind die Kinder, die wissen, dass ihr Bild hier heute ausgestellt haben, besonders stolz, dass das Bild hier hängt, auch über einige Zeit hängen bleiben wird und dass auch viele Eltern und Großeltern, aber auch Bürger des Amtes, die im Amt Güstrow-Land wohnen, sich das hier anschauen können. Uns erfüllt das mit Stolz. Groß war die Runde von Eltern, Interessierten und Mitarbeitern, die sich für die Eröffnung der Ausstellung Zeit nahmen. Auch die Schüler vor Ort schauten sich noch einmal um. Schließlich werden die Werke noch bis März hier öffentlich ausgestellt und können zu den Öffnungszeiten des Amtes besichtigt werden.